Hallo da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder ein Tutorial. Und zwar eines, wo ganz, ganz viele von euch nachgefragt haben, nämlich wie man Augen mit Buntstifte zeichnet. Und weil Augen sehr abwechslungsreich sind, habe ich heute erstmal nur ein braunes Auge für euch mitgebracht, nämlich das hier. Ganz schlicht und einfach, ungeschminkt und ein sehr tiefes, warmes Braun. Natürlich werde ich auch Videos zu blaue und grüne Augen hochladen, aber das braucht alles ein bisschen und es würde auf den Rahmen springen, wenn ich das alles in ein Video packen würde. Deswegen heute nur das braune Auge. Aber ich finde, das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, das hier ist schon umfangreich genug für euch. Und ich persönlich finde, dass die braunen Augen am einfachsten sind, einfach weil da am wenigsten Struktur zu sehen ist in der Iris. Es wäre natürlich am praktischsten, erstmal mit den einfacheren Sachen anzufangen und uns dann langsam zu den etwas schwierigeren Sachen hochzuarbeiten, wie zum Beispiel ein Auge mit mehreren Farben, wie grün, grau, blau. Also die sind schon echt hardcore. Aber ich will nicht zu lange reden, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt einmal an. Heute benutze ich wie in jedem Tutorial die Polychrome von Faber Castell. Für die Leute, die diese Farbe besitzen und dieses Tutorial Schritt für Schritt mitverfolgen möchten, für euch habe ich die Namen der einzelnen Stifte in der Infobox hinterlassen. Für alle anderen, die diese Stifte nicht besitzen, ist es natürlich nicht Pflicht oder gar notwendig, diese Farbe zu benutzen. Also wenn ihr ein anderes Auge zeichnen wollt oder einfach andere Stifte besitzt, dann schnappt euch einfach immer die Farben, die eurer Meinung nach in diesem Moment am besten reinpassen würden. Auch benutze ich natürlich einen Bleistift, in diesem Fall einen F-Bleistift. B, H, B oder H würde ich aber auch noch für eine Skizze empfehlen. Alles darunter oder darüber wäre, finde ich persönlich, etwas zu weich oder zu hart. Ein Radiergummi benutze ich natürlich auch. Ich persönlich bevorzuge Radiergummi-Stifte oder ein Klebradiergummi. Das ist aber nur Vorliebe und kein Muss. Und ich benutze natürlich einen Gelstift mega gerne für die Highlights. Für die, die sowas nicht besitzen, Deckfarbe oder sich auslassen, kriegt man auch Highlights hin. Aber dennoch würde ich euch raten, diese 2 Euro zu investieren, weil dieser Stift macht wirklich so einen großen Unterschied. Der macht wirklich aus meinem Mäh, mir dann wirklich wilde. Und natürlich zu guter Letzt sollte auch ein Spitzer nicht fehlen. Den werdet ihr viel benutzen. Was Papier angeht, da benutze ich am liebsten gedünntes Papier, einfach damit das Weiß etwas mehr auffällt und hervorsteht. Und Papier mit einem Gewicht von mindestens 90 Gramm pro Quadratmeter würde ich auf jeden Fall empfehlen. Alles darüber ist mega, alles darunter würde ich nicht empfehlen. Außer man hat nichts anderes, aber versucht wirklich bei 90 Gramm pro Quadratmeter zu bleiben. Das wäre mega. Vergesse auch nicht am Anfang eine Vorlage im 1:1 Verhältnis auszudrucken. Auch wenn du nicht vorhast, exakt dieses Auge nachzumalen, wird es dir dennoch helfen zu erkennen, wo beispielsweise Licht oder Schatten hinfällt, welche Töne am besten wo verwendet werden. Es ist einfach schön, einen Anhaltspunkt zu haben. Wir fangen natürlich zuallererst mit einer Skizze an. Wenn ich eine Vorlage habe, dann mag ich es am liebsten, das ausgedrückte Bild direkt neben die Stelle zu legen, wo am Ende die Zeichnung hinkommen soll. Übertrage wirklich mit einfachen Linien die wichtigsten Maße, beispielsweise wo das Lid hinkommt, wo das Auge anfängt und wo das endet und wo sich die Iris befindet. Übernehme wirklich so viele Anhaltspunkte, wie dir lieb ist. Beachte allerdings, dass man schnell durcheinander kommt und manche Linien verwechseln könnte, wenn du zu viele Stellen auf einem Blatt markierst. Wenn du alle Hilfslinien auf das Blatt verteilt hast, dann kannst du anfangen, das Üben Schritt für Schritt zu übertragen. Ich fange am liebsten mit einer allgemeinen Umrahmung vom Auge an, bevor ich die Wasserlinie und das Tränenbärtchen andeute. Erst danach füge ich die Iris in die Pupille ein. Wimpern lasse ich immer weg, weil sie letztendlich nur Linien auf einer Fläche sind. Und wenn ihr später dann das Lid ausmalen wollt, dann werdet ihr mit Hautfarbe über diese Hilfslinien drüber malen. Und es kann sein, dass man die Hilfslinie am Ende gar nicht mehr sieht. Oder noch viel schlimmer, ihr verschmiert das Graphit, wodurch das Bild am Ende eigentlich ruiniert ist, weil das kriegt man nicht mehr wegradiert, glaub mir. Überstürze es nicht und nehme dir am Ende wirklich Zeit, nochmal alles zu überprüfen und fange wirklich erst an, das Ganze auszumalen, wenn du zu 100% zufrieden mit dieser Skizze bist. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn die Skizze fertig ist und ich auch zufrieden damit bin, dann mache ich einmal ein Würstchen aus meinem Knetradiergummi und gehe noch einmal über die Skizze drüber. Das verhindert, dass ich am Ende beim Ausmalen, wie bereits eben erklärt, das Graphit vielleicht verschmiere, einfach damit so wenig wie möglich Graphit da ist, damit auch so wenig wie möglich schief laufen kann. Versucht es natürlich so zu radieren, dass man am Ende die Hilfslinie noch sieht, aber dass sie wirklich so, so, so minimal sind, dass man sie eigentlich fast schon übersieht. Wenn ich ein Auge zeichne, dann fange ich immer bei der Iris an. Bei einem braunen Auge wie in diesem Beispiel greife ich zuallererst tatsächlich zu meinem schwarzen Buntstift und male erstmal die Pupille aus. Dann greife ich zu einem dunklen Braun und umrande die Regenbogenhaut mit einer dunklen Linie, indem ich kreisförmige Bewegungen mache. Diese kreisförmigen Bewegungen sind unheimlich wichtig, weil wir später Schichten aufeinander auftragen werden. Und wenn man kreisförmige Bewegungen macht, dann vermischen die sich viel besser, als wenn man lineare Bewegungen macht. Auch füge ich mit derselben dunklen, braunen Farbe oben auf die Iris einen Schatten ein, der vom oberen Lid und von den Wimpern auf das Auge geworfen wird. Auch umrande ich die Pupille mit einem dunklen Braun und erschaffe somit einen Verlauf von schwarz zu braun.
Jetzt nehme ich mir ein helles Braun mit einem warmen orangenen Unterton und fülle die komplette Iris damit aus. Hier mache ich keine kreisförmigen Bewegungen, sondern Linien, die von außen nach innen verlaufen und kreisförmig um die Pupille angeordnet werden. Hier schnappe ich mir einen Zwischenton, etwas, was etwas dunkler ist und etwas weniger rot als die Farbe, die wir gerade eben benutzt haben, und erschaffe mit dieser Farbe Übergänge zwischen der dunklen und der hellen braunen Farbe. Ich mache es immer gerne so, dass ich am äußeren Ring und an der Pupille etwas besser aufdrücke und am Ende noch einmal leicht mit der Farbe über die komplette Iris fahre, damit alles sehr einheitlich aussieht. Da die Farbe meiner Zeichnung im Vergleich noch etwas hell ist, schiebe ich mir nochmal das dunkle Braun und lege eine weitere Schicht davon auf die Pupille. An dieser Stelle habe ich mich dafür entschieden, ein paar Details im Auge einzubauen. Zwar waren diese nicht in der Vorlage vorhanden, jedoch finde ich, dass es dabei hilft, das Auge echter wirken zu lassen. Dafür mache ich außen in der Regenbogenhaut U-förmige Strukturen. Um diese Form einzubinden, schattiere ich sie ein wenig mit einem dunklen Braun. Darüber mache ich nochmal die gleichen Förmchen, allerdings sind diese in die entgegengesetzte Richtung angeordnet. Ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, dass das Beispiel, was ich euch hier biete, ein wenig hilft. Mit dem hellen Braun-Orange schon vorhin male ich die Fläche zwischen den beiden U-förmigen Strukturen nochmal aus, damit diese ein wenig besser hervorsticht und etwas mehr Kontrast im Auge vorhanden ist. Weitere Details wie Punkte oder Linien im Auge füge ich mit Schwarz hinzu. Auch umrande ich das Auge nochmal mit der dunklen Farbe, einfach weil der Kontrast noch nicht genauso extrem war wie der bei der Vorlage. Um die hellen Stellen im Auge noch heller und auffälliger zu machen, würde ich bei einer braunen Iris auf Weiß verzichten und eher ein dunkles Gelb nehmen. Das Weiß würde das Schwarz zu einem matten Grau umwandeln und das Braun würde seinen warmen Unterton verlieren. Das Gelb ist hell genug, um alles aufzuhellen, sorgt mit ihrer warmen Farbe aber dafür, dass die Wärme vom Braun erhalten bleibt. Das heißt erstmal für die Iris. Jetzt, bevor ich die Lichtpunkte einfüge, will ich erstmal das Ganze drumherum kolorieren. Da mache ich weiter mit dem Weiß vom Auge. Hierfür schnappe ich mir ein sehr helles Grau und füge mit kreisförmigen Bewegungen eine dunkle Fläche überall dorthin, wo das Auge sich vom Betrachter abwendet. Also dorthin, wo das Auge unter der Haut verschwindet. Dann fahre ich mit derselben Farbe nochmal sehr leicht über das ganze Auge. Danach füge ich zusätzliche Farben hinzu, die man im Auge manchmal entdecken kann, wie beispielsweise ein blasses Rosa, ein sandfarbenes Gelb und hier und da etwas Rot. Das Ganze vermenge ich und mache ich zu einer Fläche mit einem Weiß. Auch hier kreisförmige Bewegungen. Die Wasserlinie und das Tränenwärzchen bekommen einen hellrosanen Unterton, der nach außen hin ein wenig ins Rote überläuft. Jetzt suche ich dafür, dass zuerst ein gewisser Unterton vorhanden ist. Da die Dame in dem Bild recht blass ist, male ich eine ovalförmige Fläche mit ganz leichtem Druck mit einem hellen, hautfarbenen Ton aus. Um die Haut an manchen Stellen etwas wärmer erscheinen zu lassen, greife ich nach einem warmen Orange und schraffiere an den jeweiligen Stellen mit dieser Farbe über die Hautfarbe. Die Haut um dem Auge herum ist bei der Vorlage außen etwas wärmer und in der Mitte etwas kühler. Weshalb ich auch das Orange eher außen anbringen würde und hier oben auf dem Lid würde ich eher darauf verzichten. Das Augenlid bemale ich mit einer rot-violetten Farbe, da der Schatten im Lid sehr warm wirkt. Diese Farbe lasse ich etwas auslaufen, damit es nicht wie ein Fremdkörper auf der Haut wirkt. Dann nehme ich mir ein mitteldunkles Rot und gehe nochmal über das Rot-Violett. Auch diese Farbe lasse ich langsam in die Haut übergehen, damit es möglichst natürlich wirkt. Ich benutze dieses Rot übrigens, weil das Rot-Violett mir doch nicht rot genug war im Vergleich zu dem Rot auf dem Augenlid in der Vorlage. Ich habe ein wenig Rot unter dem Auge entdeckt, habe also dementsprechend auch dort ein bisschen mit dem Rot herumgekritzelt, allerdings nur sehr, sehr, sehr leicht, damit es möglichst unauffällig, aber dennoch anwesend ist. Um die ganzen einzelnen Töne irgendwie miteinander zu einer gesamten Fläche zu machen, verbinde ich die Farben an den dunklen Stellen mit einem hellen Rosa und an den hellen Stellen mit einem hellen Weiß-Gelb. Ich male mit dieser Farbe einmal komplett mit kreisförmigen Bewegungen, auch hier, über die Haut und vermische somit die einzelnen Farbpigmentchen, damit eine schöne, gleichmäßige Fläche entsteht. Ihr dürft auch ruhig fester aufdrücken. Also ihr werdet merken, dass das wirklich einen großen Unterschied macht, wenn man am Ende nochmal mit einem hellen Zwischenton drüber geht. Da man durch dieses Verfahren ein paar Kontraste verliert, füge ich diese im Nachhinein wieder dort ein, wo ich meine, dass sie etwas unter dem Vermischen gelitten haben. Sobald ich zufrieden bin mit der Haut, geht es endlich an die Wimpern. Hier zeichne ich mit einem Bleistift ein paar Wimpern ein, um mich später daran zu orientieren. Sorge dafür, dass du wirklich nur ein paar Härchen einzeichnest. Wenn es nämlich zu viele werden, wird man sie später auf dem Bild sehen.
Vor allem eben, weil man sie nicht mehr wegradieren kann, ohne dabei die ganze hart erarbeitete Hautfarbe, die dahinter liegt, mit wegzuradieren. Du würdest zu sehr davon abhängig sein, genau diese Wimperchen nachzuzeichnen. Und dadurch wirken die Wimpern am Ende sehr platt und verlieren irgendwie ihren Schwung. Um diesen Schwung vorzutauschen in den Wimpern, braucht man auch einen gewissen Schwung beim Zeichnen. Und wenn man diesen Schwung beim Zeichnen haben möchte, dann muss man damit zurechtkommen, dass die Wimper sich manchmal in eine andere Richtung abbiegt, als man es geplant hatte. Aber wenn man das wirklich strukturiert macht, dann funktioniert das auch. Wimpern sind aber generell ein sehr, sehr schwieriges Thema und es würde viel zu lange dauern, alles, was ich über Wimpern weiß oder erfahren konnte, jetzt hier in diesem Video nochmal zusätzlich abzudecken. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich nochmal ein Video produziere, wo ich wirklich nur über Wimpern rede. Einfach, damit ihr da nichts verpasst. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn nicht, dann schreibt es nicht in die Kommentare. Zum Schluss füge ich immer noch ein paar Highlights hinzu, genauso wie sie im Bild vorhanden sind. Und zusätzlich mache ich immer gerne unten an der Wasserlinie ein paar weiße Pünktchen, damit das Auge irgendwie feucht wirkt. Aber der könnt ihr wirklich rumprobieren, wie ihr wollt. Denn wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es einfach mit dem Fingernagel wegkratzen, ohne das bitte drunter zu ruinieren. So mache ich es jedenfalls. Ich probiere so lange rum, bis ich zufrieden bin. Und wenn ich finde, es ist etwas too much, dann kriege ich es einfach wieder weggekratzt. Also da kann ich euch wirklich nicht viel sagen, außer einfach rumprobieren und so lange weitermachen, bis ihr zufrieden seid. Und das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere Videoideen habt, Sachen habt, womit ihr Probleme habt. Wenn ich es beherrsche, dann werde ich es gerne auf meinem Kanal abdecken. Und ansonsten, wenn ihr diesem ganzen Thema etwas hinzuzufügen habt, dann schreibt es auch auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich glaube, das ist mega hilfreich für die Leute, die so ein bisschen rumscrollen. Also extra Tipps sind immer erwünscht. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.